Wenn diesen Tag. Gut, also ich würde sagen, wir können direkt zur nächsten Folie springen. Soweit sind wir schon, glaube ich, bedient. Copernicus als Datentreiber ist der Titel. Ich wollte aber vorab noch etwas sagen zu DLR, das recht umfangreich, also erstens eine sehr große Einrichtung ist. Insgesamt hat das DLR über 9000 Mitarbeiter. Und er hat auch unterschiedliche Aufgabenbereiche. Es gibt, was jetzt gerade so für die Erdbeobachtung relevant ist, sollte man zwei Bereiche unterscheiden. Es gibt zum einen den Bereich der Raumfahrtagentur, die sozusagen das ganze politische Geschäft im Raumfahrtbereich übernimmt, beziehungsweise im Auftrag der Bundesregierung durchführt. Dazu gehört das Erstellen der Raumfahrtplanung, Vorbereiten der Raumfahrtstrategie. Dazu gehört die Wahrnehmung deutscher Raumfahrtinteressen im europäischen Kontext. Hier ist zum einen insbesondere die ESA, die Europäische Raumfahrtagentur, zu nennen und zum anderen aber auch die EU mit dem umfangreichen Copernicus-Programm. In beiden Zusammenhängen sitzt das DLR, sitzt die Agentur in den relevanten Gremien und bringt da deutsche Positionen ein, um diese Programme zu steuern. Und ein dritter Aspekt der Agenturtätigkeiten ist die Handhabung von Aufträgen und Zuwendungen für Forschung und Entwicklung im Raumfahrtbereich. Also wir veröffentlichen im Auftrag von Ministerien Förderprogramme, um solche Entwicklungen eben voranzubringen und arbeiten da sehr viel mit Wissenschaft, aber auch Unternehmen und zum Teil auch mit Behörden zusammen. Da gehe ich später auch nochmal drauf ein. Genau, auf der anderen Seite relevant sind die Forschungsinstitute. Die Standorte sind inzwischen zahlreich. Es sind 28 mit 49 Instituten für die Erdbeobachtung. Relevant sind natürlich Köln als Standort des Vorstands, zu Bonn, Raumfahrtagentur hatte ich eben schon noch was gesagt. Oberpfaffenhofen war gerade erwähnt. Das ist sicherlich so, ich sag mal, ein Hotspot, wo insgesamt mindestens also vier Institute sich mit Datenauswertung befassen, und zwar sehr spezifisch, ob es zum Beispiel um Radardaten geht, ob es um Prozessorentwicklung geht oder ob es um ja, Datenveredelung in Richtung Services geht und Atmosphärenaspekte. Aber auch der Satellitenbetrieb ist eine Aufgabe, die in Oberpfaffenhofen wahrgenommen wird. Ein recht junges Institut ist in Jena, dem Schwerpunkt Data Science. Ich denke, da sagt der Kollege Thiel später noch etwas dazu. Und Neustrelitz und Weilheim als Empfangsstationen. Genau, also eine große Bandbreite, wie gesagt, in diesen Instituten Oberpfaffenhofen, Jena, da ist der Schwerpunkt wirklich in der Forschung. Und da ist man auch, was die Erdbeobachtung anbelangt und gerade solche ja, methodischen Auswertungen sehr weit vorne, weil man natürlich auch eng an den Missionen dran ist. Wir haben ja im nationalen Umfeld unter anderem TerraSex Tandem-X als ja, sehr, sehr herausragende Radarmission im X-Band-Bereich. Bereiten jetzt die EnMAP-Mission vor und das wird in zu enger Zusammenarbeit mit den Instituten in Oberpfaffenhofen getan. Und insofern gibt es auch allein aufgrund dieser Aufgaben da eine sehr große Expertise. Ich würde jetzt aber zunächst mal weitergehen auf, also sowohl in den Folien als auch inhaltlich zum Copernicus-Programm. Denn wie gesagt, ist das sicherlich der größte Treiber für die Entwicklung, die wir im Moment in der Erdbeobachtung wahrnehmen. Copernicus sollte man aber auch im Kontext sehen. Copernicus ist wirklich ein operationelles Monitoringprogramm, was aufgelegt worden ist von der EU zusammen mit der ESA und hat sich von dem Aufgabenspektrum eigentlich daran orientiert, sage ich jetzt mal so lapidar, an dem, was man in der Meteorologie schon hatte. Man sieht das auf der Folie jetzt vielleicht nicht so genau, aber dieser erste meteorologische Satellit, der heißt Meteor Z10. Das heißt, das war nicht der erste, sondern da gab es schon eine ganze Reihe Vorläufer. Die Meteorologie war das erste Erdbeobachtungsprogramm, was wirklich operationell ausgelegt war, weil man verstanden hat, dass man hier zuverlässig Informationen benötigt, um Wetter vorhersagen zu können und Wettermodelle zu betreiben.
Kopernikus ist insofern daran eben angelehnt, dass man wirklich auch hier den operationellen Charakter unterstützen wollte. Und es ging um ein Umweltmonitoring umfassender Art, weswegen eine ganze Satellitenfamilie definiert worden ist, von Sentinel 1 bis zu Sentinel 6. Ich denke, Sentinel 1 und Sentinel 2 sind den meisten wahrscheinlich geläufig. Sentinel 1 als Radarsatellit, insbesondere für Land, aber auch Meeresoberfläche, und Sentinel 2 ein ganz klassischer optischer Satellit, der sehr viel im Bereich Vegetation, Landanwendung eingesetzt wird. Von der ESA entwickelt werden außerdem noch Wissenschaftsmissionen, die sogenannten Earth Explorer, die sieht man jetzt ganz links auf der Reihe. Bei denen geht es darum, das Erdsystem noch genauer zu erfassen, noch genauer zu verstehen, mit Sensoriken, die ganz neu und spezifisch für diese Anwendungsfragen entwickelt werden. Aktuell zum Beispiel ist die EOLUS-Mission im All und nimmt das erste Mal Windfelder auf, was man vorher noch nicht konnte, womit die meteorologischen Modelle noch weiter verfeinert werden können. Es ist eine EarthCare-Mission zur Atmosphäre in Vorbereitung und des Weiteren eine Mission zur Erfassung der Biomasse mit L-Bandradar und eine Flex-Mission, so heißt die, zur photosynthetischen Aktivität von Pflanzen. Also man merkt daran, glaube ich, dass das wirklich sehr spezifische Fragestellungen sind. Genau, der Schwerpunkt soll das Copernicus-Programm sein und das liefert ja schon seit 2014 ganz routinemäßig Daten, die dann auch zur Verfügung gestellt werden. Der Treiber für die Missionen sind die Anwendungen. Zum einen getrieben durch die europäischen Politiken. Also was ist die Anforderung auf europäischer Ebene an Wissen, an Informationen zur Verfügung zu haben, sei es Wetter, Klima, sei es Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Energie, Verkehr oder Stadtplanung und auch Katastrophenhilfe. Zum anderen gehen dann natürlich auch nationale Anforderungen mit ein. Die werden über diese Gremien, von denen ich vorhin gesprochen habe, mit eingebracht. Betrieben werden die Services, muss man sagen. Also zu diesen Themenfeldern gibt es eben verschiedene Services, die sogenannten Kernservices. Die werden von europäischen Agenturen beauftragt. Für den Landbereich ist das die Europäische Umweltagentur, die EEA in Kopenhagen, die auch das entsprechende Portal pflegt, betreibt, wo nicht nur, also wo nicht die Daten, sondern dann eben die abgeleiteten Services zu beziehen sind, wie zum Beispiel der Landcover Service, der aus Korin hervorgegangen ist und inzwischen nicht neben der europäischen Landbedeckungsinformation auch den Urban Atlas und High Resolution Informationen zu Wald- und naturnahen Gebieten liefert. Also insgesamt, da können wir auch schnell drüber hinweggehen, soll eigentlich nur zeigen, das Ganze ist wirklich jetzt operationell in Betrieb, seit 2014 der erste Sentinel 1 gestartet ist. Man sieht ja, es sind im Moment 7 Sentinels, die betrieben werden. Sentinel 1, 2 und 3 jeweils auch mit 2 Satelliten, um eine gewissere, also erstens eine höhere zeitliche Abdeckung zu haben, zweitens eine Redundanz zu haben, dass wenn ein Satellit ausfallen sollte, man nicht ohne Information da steht, sondern die Services, die darauf aufsetzen, auch weiter betrieben werden können, wenn auch mit Einschränkungen. Und Sentinel 5P als erster Atmosphärensatellit, Sentinel 4, 5 und 6 sind sozusagen in den letzten Zügen der Vorbereitung, werden jetzt auch demnächst gestartet. Man sieht eben, es gibt inzwischen schon eine sehr große Zahl an registrierten Nutzern, die ist wahrscheinlich auch schon wieder größer geworden. Und es werden täglich 150 Terabyte an Satellitendaten heruntergeladen, darauf zugegriffen. Sicherlich ein Treiber war dafür die offene Datenpolitik. Und die wird auch weiterhin Bestandteil von Copernicus sein, von diesen Sentinels, die jetzt auch in Vorbereitung sind für die nächste Generation. Das sind jetzt 2 Folien, die man nicht im Detail unbedingt lesen muss. Was gezeigt werden soll, ist wirklich das Konzept der Kontinuität. Die grünen Balken links, das sind die Sentinels, die jetzt schon definiert sind, oben Sentinel 1. Ich habe gesagt, 2, nämlich A und B, fliegen
C und D sind bereits im Bau befindlich und werden 2022 bzw. 2024 gelauncht, übernehmen dann sozusagen die Nachfolge, die weitere zeitliche Kontinuität. Und dann geht es jetzt auch schon um die Entwicklung der nächsten Generation, dass man also die Messinstrumente noch weiter verfeinern kann, robuster macht, entsprechend weiterentwickelt. Gleiches gilt für Sentinel-3. Wir sind ja auf der Folie der Mikrowellen. Instrumente und topografischen Messungen. Die blauen Balken links an der Seite, die neuen Anforderungen, das sind zukünftige Sentinels, also ergänzende Satelliten, die neue Messungen bereitstellen sollen und so ab 2026, 2027 gestartet werden. Genau, gleiches gilt auch für die Sentinel-2. Und weitere, das ist auf der nächsten Folie zu sehen. Auch hier die blauen Balken, die sich sozusagen zeitlich in die Zukunft fortsetzen und anzeigen, dass wirklich ein routinemäßiger, kontinuierlicher Betrieb vorgesehen ist für diese Sentinels, wie wir sie jetzt schon kennen. Und dass eben diese Satellitenflotte auch nochmal ergänzt wird um weitere um weitere Messungen. Genau. Das sind die sogenannten sechs High Priority Candidate Missions, die zur Aus-, also die in Vorbereitung sind und jetzt auch mit AW beauftragt sind, entwickelt, designt zu werden, die bisherige Sentinel-Flotte ergänzen sollen. Das geht zum einen um Kohlendioxidmessungen mit einem abbildenden Spektrometer, weil das natürlich eine sehr wichtige Klimagröße ist. Es geht um Meereis mit der polaren Eis- und Schneetopographiemessung, aber auch mit der passiven Mikrowelle steht das Thema im Vordergrund. Es geht um Oberflächentemperatur als wichtiger Parameter für sowohl Evapotranspiration im Vegetationsbereich als auch zur Detektion von Feuern. Es ist eine Hyperspektralmission in Vorbereitung, die insbesondere landwirtschaftliche Aspekte und Boden im Fokus haben soll und eine L-Band-Mission, die Biomasse noch mal besser. So viel zu den Sentinels. Das ganze Copernicus-Programm umfasst aber eine weit breitere Basis an Satellitendaten und das nämlich zum einen über die Copernicus Contributing Missions. Die sieht man auf der linken Seite. Da kommen zum Beispiel Satelliten wie WorldView, die Plejades rein, da kommen Cosmos SkyMet oder TerraSat Tandem-X Daten rein, RapidEye in der Vergangenheit. Und diese Daten werden von der, im Auftrag der Kommission von der ESA eingekauft, für die Kernservices bereitgestellt und diese Daten sind auch für öffentliche Nutzer, also alle Behörden in Deutschland zugänglich und werden auch über die einschlägigen Datenportale zur Verfügung gestellt. Genau, ich gucke jetzt mal eben, die geometrische Auflösung soll gleich bleiben bei den Sentinels und zwar genau in dieser Abgrenzung zu den kommerziellen Missionen. Man möchte diese kommerziellen Aktivitäten im Bereich der Erdbeobachtung stärken, weiter ausbauen. Der Vorteil aus öffentlicher Hand ist der, dass das Risiko für solche Unternehmen dann auch in der Industrie liegt. Und natürlich auch grundsätzlich der Ansatz gilt, da wo Private etwas besser machen können, da sollen es auch die Privaten machen, die Industrie. Deswegen wird es eine Grenze geben zwischen den öffentlich beschafften Satelliten, die eher gröber aufgelöst werden, also in dem Vergleich zu den kommerziellen Satelliten. Neu auf den Markt drängen jetzt natürlich New Space-Anbieter. Planet ist da sicherlich so mal zuerst zu nennen, weil die auch schon eine recht große Flotte an Satellitendaten haben, auch schon routinemäßig ihre Daten bereitstellen in hoher Auflösung und jetzt auch zu den, ich sage mal, offiziellen Datenanbietern der ESA gelten. Das heißt, auch so diese Daten wird es zukünftig über ESA, über Copernicus geben. Gibt es aber unter anderem auch
für Forschungs- und Entwicklungszwecke über das RESA-Portal des DLR. Also wer mit solchen Daten neue Services, neue Anwendungen entwickeln will, für den lohnt es sich auch nochmal beim RESA zu gucken. Ich habe gesehen, ich glaube, einige Teilnehmer kennen das RESA-Portal schon. Vielleicht zur Info, dass wir gerade dabei sind, das auch umzustellen. Im Moment sind das immer nur Datenkontingente, die wir bereitstellen. Wir wollen das im nächsten Jahr ermöglichen, dass wir da auch sozusagen Flats mit unterstützen, also größere Datenzugriffe erlauben. Gerade wenn es um Zeitreihenanalyse geht, ist das natürlich wichtig. Und ich glaube, hier sind wir jetzt auch so in dem Datensegment, was, glaube ich, für viele Ecognition-Anwender besonders interessant ist. Deswegen wollte ich da gerne nochmal darauf hinweisen, dass es eben auch nicht nur die Sentinels sind, die sind natürlich auch sehr interessant, aber es gibt eben auch weitere Datenkontingente, die durchaus genutzt werden können, zum einen über Wissenschaftsportale, aber gerade für Behörden eben auch über die entsprechende Copernicus-Lizenz über code.de und die Copernicus zu. Ich komme auf den Datenzugang gleich noch. Ein Wort zu Copernicus in Deutschland. Was machen wir? Wir stellen natürlich erstmal Informationen bereit. Die Copernicus-Webseite möchte ich da sehr ans Herz legen. Link gibt es am Ende der Präsentation. Wir haben regelmäßig Veranstaltungen. Die nächste ist im März geplant. Die wird sicherlich nicht so stattfinden, wie dieses Bild da auf der Folie das noch suggeriert, sondern mit natürlich Abstand und Masken. Gehen wir jetzt zumindest zum aktuellen Punkt mal davon aus. Aber also diese Vernetzung wollen wir weiter unterstützen über eben entsprechende Veranstaltungsformate, Dialogformate. Wir haben Projektförderung, setzen die um im Auftrag des Verkehrsministeriums, das in Deutschland zuständig ist für das Copernicus-Programm, haben hier regelmäßig, mehr oder weniger regelmäßig Bekanntmachungen veröffentlicht, wo gerade Behörden angesprochen sind, Services zu entwickeln. Es gibt das Netzwerk an Fachkoordinatoren, fachlichen Ansprechpartnern, Vertreter aus zumeist Bundesbehörden, die für die bestimmten Themenbereiche das Ganze in Deutschland koordinieren, also sowohl für Informationen, Beratungen zur Verfügung stehen, als auch Hinweise aufnehmen können. Denn diese Vertreter sind auch in den Copernicus-Gremien, in den Userforen vertreten und können da durchaus Hinweise aufnehmen, wenn es zum Beispiel darum geht, ich sage jetzt mal, einen zukünftigen Bodenbewegungsdienst zu entwickeln oder einen zukünftigen Dienst zu Binnengewässern. Dann kann man über diese Stellen auch inhaltliche Aspekte mit reingeben in die Diskussion zu der Entwicklung. Genau, und dann unterstützen wir eben den Datenzugang über eine eigene Plattform. Das code.de ist die Plattform, die wir in Deutschland betreiben, die schon den Fokus auf behördliche Nutzer hat und hier einen optimalen Zugang unterstützen soll mit entsprechenden Informationen und der Möglichkeit, Services zu implementieren, also auch eine Prozessierung auf der Plattform vorzunehmen. Genau, als auch, also diese Prozessierung auf der Plattform vorzunehmen, so, und sie bietet auch, das sieht man rechts, verschiedene vorprozessierte Produkte an, also Mosaike von Sentinel 1, von Sentinel 2 und hält die Daten für einen bestimmten Zeitraum vor. Den habe ich jetzt hier nicht mit abgebildet, der ist aber zugänglich über die QT-Plattform. Darüber hinaus, wenn es gerade so um kommerzielle Services geht oder auch wissenschaftlich, ich sage mal, anspruchsvollere Tätigkeiten. Also man kann das über QT anfragen, aber hier sind eigentlich vor allem die DIAS-Plattformen zu nennen, die die EU beauftragt hat, die ESA umsetzt. Also die Plattformen wie zum Beispiel CreoDIAS oder Mundi Services oder Onda, SoBlue, wie sie heißen. Auch hierzu gibt es Informationen auf der deutschen Copernicus-Webseite. Sind diese einzelnen Datenzugänge nochmal recht gut beschrieben und zugänglich. Ich hatte das eine oder andere eben schon anklingen lassen. Gerade für Entwickler ist es natürlich auch wichtig, immer, ob es Möglichkeiten gibt einer finanziellen Unterstützung, um Dinge, ja, in denen es noch ein Risiko gibt, wo man eben noch keinen fertigen Service hat, mit zu unterstützen.
Ich hatte es erwähnt, von der Raumfahrtagentur sind wir beauftragt, solche Förderprogramme umzusetzen. Wir bekommen zum einen Mittel des Wirtschaftsministeriums, da ist der Schwerpunkt die Methoden- und Anwendungsentwicklung. Fokus der Adressaten ist die Wissenschaft und sind Unternehmen. Und mit Mitteln des Verkehrsministeriums haben wir spezielle Copernicus-Förderprogramme umgesetzt und werden es auch zukünftig tun. Hier liegt der Fokus auf den Behörden. Das heißt, bei solchen Projekten wäre eine klassische Anforderung, dass die Behörde wirklich dieses Projekt definiert, seine Anforderungen formuliert, damit auch sichergestellt ist, dass eine nachhaltige Implementierung passieren kann. Informationen dazu gibt es zum einen über die Webseite Copernicus, also da tauchen unter den News regelmäßig die Hinweise auf. Und wir geben auch einen Newsletter raus, der auch über Fördermöglichkeiten informiert. Weiterhin für die Wissenschaft wichtig sind die Förderprogramme des BMBF, gerade so in dem Themenspektrum Erde und Umwelt. Da würde ich einfach empfehlen, sich beim BMBF entsprechend in den Newsletter einzutragen. Dann gibt es natürlich noch die wichtige europäische Ebene. Das sieht jetzt hier so noch ganz schmalen Pünktchen aus unter der ESA-Raumfahrtagentur, aber die hat natürlich ein Vielfaches an Fördervolumen, was wir national umsetzen können und sehr differenzierte Programme. Da lohnt es sich auch, auf die Webseite zu gucken. Ganz besonders möchte ich hier auf den Open Call hinweisen. Der Open Call ermöglicht es, immer wieder einfach Projektvorschläge einzureichen bis zu einer Höhe von 100.000 Euro. Sind da Förderungen möglich? Die werden auch recht kurzfristig entschieden. Das ging am Anfang, glaube ich, noch nicht so schnell. Die ESA hat sich da jetzt noch weiter optimiert, um diesen Prozess der Bewilligung dann auch zu beschleunigen und deckt eben das ganze Themenspektrum ab. Also ein gewisser Prozent, also ungefähr 10% des ESA-Budgets steht für Förderungen über diesen Open Call zur Verfügung. Das heißt, hier können die Ideen wirklich von außen kommen. Man kann mit seiner eigenen Idee kommen, die einreichen. Die wird begutachtet, entschieden. Darüber hinaus gibt es natürlich die Calls der ESA, wo die ESA die Inhalte definiert. Die werden über die EMITS-Plattform veröffentlicht und wir stellen sie aber auch nochmal in unserem Newsletter bereit. Wichtig auch zu erwähnen ist das sogenannte Business Applications Programm, früher mal IAP genannt. Auch hier gibt es gerade sehr anwendungsnahe Fördermöglichkeiten, also wo dann eben vielleicht nicht mehr so sehr die Methodenentwicklung im Vordergrund steht, sondern wirklich die Servicebereitstellung für einen Nutzer, der noch gar nichts mit Erdbeobachtung zu tun hat. Insgesamt solche Informationen zum ganzen Downstream-Bereich Services wird die ESA auf der Seite Down to Earth bereitstellen. Die ist jetzt gerade noch mal in einem Update, wo gerade auch, ich sag mal, erdbeobachtungsfremde Nutzer oder raumfahrtfremde Nutzer eher themengeleitet zu Informationen geführt werden. Genau, ein weiterer großer Akteur natürlich, was Förderung anbelangt, ist die EU mit dem Horizon 2020 bzw. Horizon Europe Programm. Da gibt es zum einen die Raumfahrtprogramme, die wir auch begleiten, wo wir auch Anregungen geben. Das ist natürlich da ein etwas anderer Prozess als bei der ESA. Da werden auch zum Beispiel Copernicus-Vorentwicklungen behandelt. Also gerade wenn es so darum geht, man möchte den Landservice für die Zukunft noch weiter optimieren. Das sind so Entwicklungen, die klassischerweise von der EU im Horizon-Programm umgesetzt werden. Es gibt umfangreiche Förderprogramme zum Themenbereich Umwelt, die auch immer wieder Bezüge zu Erdbeobachtung haben und Möglichkeiten geben. Zu Informations-Kommunikationstechnologien, also wer es eher mit Datenmanagement und solchen Themen zu tun hat, lohnt sich auch dieser Themenbereich. Und dann gibt es noch das European Innovation Council, wo insbesondere Kleinunternehmen auch gefördert werden sollen, Entwicklung möglichst schnell auch in Anwendung zu bringen. Zu allen diesen Programmen der EU gibt es in Deutschland nationale Kontaktstellen und damit Ansprechpartner in Deutschland, die über diese Programme informieren können. Da würde ich auch empfehlen, sich da mal zu informieren.
Ob das ist, sich im Newsletter einzutragen, einfach Kontakt aufzunehmen, anzurufen, also fragen, inwieweit das für einen selber interessant ist, inwieweit es da vielleicht auch Informationstage, Material gibt, wo man den Überblick noch ein bisschen besser bekommen kann. Genau, wir im Raumfahrtmanagement haben eine nationale Kontaktstelle Raumfahrt, die eben diese Raumfahrtprogramme begleitet und da kann auch entsprechend Kontakt aufgenommen werden. Genau. Ja, ich glaube, das ist schon meine letzte Folie, nochmal zusammengefasst, was ich allen, die in der Beobachtung mit Entwicklung zu tun haben, mitgeben möchte. Also darauf hingewiesen hatte ich bereits, wichtige Informationen sind auf der deutschen Copernicus-Seite zusammengestellt. Von den Satelliten über die Services, über den Datenzugang und Aktuelles. Wir haben speziell für Entwickler einen eigenen Newsletter, der verbirgt sich hinter dem Link, da kann man sich anmelden, wo wir ganz gezielt über Förderprogramme, aktuelle Aufrufe informieren, auch Datenangebote oder auch mal Informationen zu Veranstaltungen bzw. auch zu Stellenausschreibungen haben. Es gibt eine Plattform für Schulungen im Erdbeobachtungsbereich über EO College zu finden, die sowohl zur Radarfernerkundung als auch über Spektralfernerkundung und weiter wachsenden Inhalten Material bereitstellt, auch Hinweise zu Sommerschulen hat. Wer einen Blick in andere Branchen nehmen möchte, für den kann das DLR InnoSpace-Programm etwas sein, wo auch ganz gezielt Netzwerke unterstützt werden mit anderen Branchen, beispielsweise zur Landwirtschaft, zur Mobilwirtschaft, sage ich mal, zum Verkehrsbereich. Und Gesundheit ist ein neues Thema, was hier aufgegriffen wird. Genau, und last but not least, für alle die, denen das jetzt zu schnell ging oder den Informationen fehlen, sie können sich gerne an mich wenden. Ich bin in der Raumfahrtagentur im Bereich Erdbeobachtungsanwendungsentwicklung Ansprechpartnerin gerne für Sie und kann auch bei spezifischen Fragen dann weitervermitteln an Sie. Damit wäre ich am Ende meines Vortrags.